Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FDP Live, dem Web-TV-Angebot der FDP in Nordrhein-Westfalen. Unser Abend heute steht unter dem Titel Online-Krypto-Party. Das heißt, wir wollen heute nicht nur politisch über Bürgerrechte und Datenschutz diskutieren, sondern zugleich auch praktisch zeigen, wie jeder Einzelne seine Kommunikation schützen kann. Dafür haben wir uns heute zwei Gäste aus dem Deutschen Bundestag eingeladen. Beide sind Abgeordnete. Zum einen den Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen, Marco Buschmann. Schön, dass du da bist. Und zum anderen den IT-Unternehmer und Web-Experten, Internet-Experten der FDP im Deutschen Bundestag, Manuel Höferlin. Auch dir, schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen heute Abend die Diskussion allerdings nicht nur hier im Raum führen, sondern auch mit Ihnen online. Gerne auf Ihre Fragen eingehen, auch Ihre Kritik aufnehmen, Ihre Fragen natürlich auch entsprechend beantworten. Und die können Sie uns auf drei Wegen mitteilen. Zum einen haben wir auf unserer Internetseite auf fdp-nrw.de/live direkt unter dem Streamingfenster ein Fragentool. Dort können Sie Ihre Frage gerne eintragen und sie erscheint direkt bei uns hier im Studio. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie auf unserer Facebook-Seite unter dem Posting für den heutigen Tag, wo wir die Krypto-Party auch nochmal beworben haben, Ihre Frage als Kommentar eintragen. Auch das werden wir hier direkt im Studio sehen und Ihre Frage aufgreifen. Und der dritte Weg ist, dass Sie über Twitter uns einen Tweet senden mit dem Hashtag FDPLive. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung und erste Fragen sind auch heute Nachmittag schon eingegangen. Eingangs allerdings die Frage erstmal an den Gastgeber des heutigen Abends, Marco Buschmann. Marco, online eine Krypto-Party bei der FDP in NRW. Wie bist du auf die Idee gekommen und was erhoffst du dir von dem heutigen Abend? Naja, ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand. Das Thema Datenschutz, was kann ich selber tun, um meine Daten zu sichern, interessiert die Leute im Moment. Deshalb gibt es überhaupt Krypto-Partys. Was ist das? Krypto-Party bedeutet, man trifft sich mit jemandem, der Ahnung davon hat, der einem dann zeigt, was ich tun kann, um meine Daten selber zu sichern. Und bislang findet das immer in irgendwelchen Seminarräumen oder Hinterzimmern statt, aber wenn man eigentlich über den Schutz der Daten online spricht, liegt ja nichts näher, als dass man sowas auch selber online anbietet, mit all den Vorteilen. Man muss nicht hier hinkommen, man kann sich draußen an den Bildschirmen anschauen und wir können es auch aufzeichnen. Das heißt, wer heute keine Zeit hat, kann sich das auch noch später anschauen. Und ich finde, das ist ein super Thema, das zu uns passt, weil jeder auch schauen kann, wie er selber etwas tun kann, um seine Privatsphäre zu schützen. Denn ich meine, wir verfolgen auch Einbrecher, aber trotzdem ist jeder auch aufgerufen, seine Wohnung sicher zu machen. Und wenn wir den Leuten heute so ein paar Tipps geben können, was sie da selber tun können, dann glaube ich, ist das eine gute Sache und ich freue mich auf einen spannenden Abend. Manuel, an dich die erste Frage. Vertreter von der CDU und auch der CSU sagen ja dieser Tage, die Debatte um Prism und Tempora, die ist jetzt offiziell von der CDU beendet worden. Teilen die Liberalen die Ansicht? Wissen wir da alles, was wir wissen müssen oder wie geht das weiter? Ich glaube, die Frage wird sich noch weiter ziehen. Es gibt auch noch Dinge, die ungeklärt sind. Ich finde aber, wir sollten vor allen Dingen eine Sache nicht aus den Augen behalten. Der Fokus ist im Moment vor allen Dingen auf Prism, auf Tempora. Es geht also um amerikanische Programme von Geheimdiensten, um britische. Da kann man politisch agieren. Ich halte es auch für sinnvoll, dort politische Abkommen zu treffen, was man unter Partnern, unter Freunden macht und was nicht. Aber unabhängig davon gibt es andere Länder in dieser Welt, mit denen werden wir keine politischen Abkommen treffen können. Die werden weiterhin auch ihre Geheimdienste aktiv haben. Und diese Situation im Moment zeigt uns ganz deutlich, dass jeder selbst auch seine Daten schützen muss, selbst etwas für seine sichere Kommunikation machen muss, so wie er vielleicht sein Haus oder sein Auto auch zuschließt und nicht nur offen lässt. Und deswegen sollte man das jetzt nutzen. Und deswegen sind wir heute Abend auch hier, weil es gibt viele Dinge, die man einfach tun kann. Genau diese Dinge wollen wir gleich zeigen. Zum einen, wie surfe ich sicher und auch anonym im Internet, aber vor allem auch, wie kann ich sicher und abhörsicher E-Mails versenden, kommen wir gleich drauf zurück. Uns hat aber vorher über unser Fragetool auf unserer Internetseite auch schon eine erste Frage erreicht. Da wird von Hans Buchner kritisch nachgefragt. Ich frage mich, wieso veranstaltet die FDP Krypto-Partys, um uns vor dem Spähangriff der USA zu sichern, statt in der Bundesregierung alle Bürger zu schützen? Marco, macht die FDP zu wenig? Ja. Also ich glaube, das kann man uns wirklich nicht vorwerfen. Also wenn man sich mal anschaut, der Guido Westerwelle, die Sabine Leutheusser Schnarrenberger, die sind sofort aktiv geworden. Es sind eine Reihe von Geheimdienstvereinbarungen schon gekündigt worden, die sogenannte G10-Eingriffe zulässig gemacht haben.
Wir arbeiten jetzt an einem No-Spy-Abkommen mit den USA, also das, was man in der kurzen Zeit, seitdem die Dinge bekannt geworden ist, als Regierung tun kann, hat man, glaube ich, jetzt schon getan. Aber es ist eben so, wie Manuel das vorhin auch mit dem Auto beschrieben hat, natürlich ist es verboten, Autos zu klauen. Und natürlich muss die Polizei und muss auch der Gesetzgeber sowas unter Strafe stellen, wenn einer ein Auto klaut. Trotzdem macht Sinn, sein Auto abzuschließen, wenn man rausgeht. Und wie man das eben mit den Daten macht, die man so versendet, wie man die so ein Stück weit sichern kann, das wollen wir zeigen. Und das ist so ein Stück Eigenverantwortung einfach. Und ich glaube, viele Menschen interessiert das auch, wie sie das machen können, dass sie ihre Privatsphäre auch selber ein Stück weit sichern können und nicht erst warten, bis sozusagen diese Verhandlung über dieses No-Spy-Abkommen zu Ende ist und weil es eben auch diese Staaten gibt, mit denen wir wahrscheinlich solche Abkommen nie werden aushandeln können. Jetzt geistern ja aktuell ganz unterschiedliche Zahlen durch die verschiedenen Medien, wie groß möglicherweise wirklich die Datenspionage oder die Datensammlung tatsächlich ist, die in Deutschland und auch in Europa stattfindet. Unabhängig von der tatsächlichen Anzahl, die man jetzt weiß, die verschiedenen Angaben in den Medien sind ja auch noch nicht bestätigt, war für euch überhaupt vorstellbar, dass ausländische Dienste oder gerade die Dienste von befreundeten Staaten so massiv auf die Kommunikation in Deutschland zugreifen? Also ich komme aus der IT, es war für mich keine Überraschung, dass so etwas gemacht wird. Das Ausmaß und aus der Richtung, aus der es kommt, ist das, was überraschend ist und das, was entrüstet. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass erstens diejenigen, die mit der IT befasst sind, wissen, dass die Amerikaner auch schon früher Echelon genutzt haben, um normale Telekommunikation abzuhören. Das war auch schon Ende der 90er in der Presse, in der Fachpresse, war im Europäischen Parlament Anfang der 2000er Jahre. Aber es macht eben einen wesentlichen Unterschied, ob ein Staat seinen Geheimdienst beauftragt, sowohl nach Terroristen zu fahnden, als auch womöglich Wirtschaft auszuspionieren oder Regierungen oder Staatsorganisationen. Und das kann eine Regierung eben steuern. Sie kann Bereiche festlegen und nicht. Und ich bin mir sicher, und dafür müssen wir uns auch ganz klar aussprechen, das tun wir auch, dass man unter Freunden, unter Partnern eben nicht die Wirtschaft, nicht die Regierung des anderen Landes ausspioniert. Dass die Amerikaner weltweit nach Terroristen suchen und auch Deutschland dort ein Interesse ist, ist nach den Anschlägen von 9/11 nicht weiter verwunderlich. Einer der Hauptattentäter kam aus Deutschland. Also da muss man auch schon in gewisser Weise ein Augenmaß halten. Aber es gibt eben bestimmte Dinge, die sind tabu unter Freunden, unter Partnern. Und das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Du sagst gerade natürlich auch den Nutzen, den man daraus ziehen kann, wenn man Kommunikation überwacht, dass man möglicherweise im Vorhinein Hinweise auf Anschläge oder andere Straftaten entdeckt. Stellt sich also die Frage, ist denn Überwachung wirklich so schlimm? Oder Marco, was hast du denn in deinen E-Mails eigentlich zu verbergen? Ja, das ist dieser Gedanke, den man ja von konservativer Seite immer hört, wer also nichts zu verbergen hat, der hat doch auch nichts zu befürchten. Aber das ist genau die falsche Denke. Sondern in einer freien Gesellschaft muss es Bereiche geben, wo ich entscheiden kann, wer etwas darüber mitbekommt. So ist das in meiner eigenen Wohnung, so ist es in meiner Privatsphäre, so ist das mit meinen Tagebüchern, da mache ich Dinge, da schreibe ich Dinge, die gehen nur mich was an und da will ich entscheiden, wer das mitbekommt. Und wenn ich diese Schutzräume wegnehme in einer Gesellschaft, dann verändert sich das Denken und das Verhalten der Menschen und es sind gar nicht mal, nochmal strikt zurück, es ist auch nicht nur so, dass es immer der ganz tiefe Dateneingriff ist, auch der so gefährlich ist. Es ist auch das Gefährliche, dass ich viele kleine, für sich vielleicht auch bedeutungslose Informationen sammle. Ich mache ja viele Veranstaltungen zu dem Thema und dann sitzen dann häufig so Leute, auch manche ältere Herrschaften, die sagen, ja, ist denn das alles so schlimm? Und dann sage ich immer, ja, das Gefährliche ist die Kombination auch dieser Informationen. Und dann sage ich immer, wenn ich weiß, jemand geht auf Immobilien-Scout24, ja, das ist eine Information, die ist relativ belanglos. Ja, der kann nach Wohnungen suchen, wie teuer das Haus vom Freund ist, wie der Mietspiegel in der Umgebung ist, also tausend Dinge. Aber wenn ich weiß, das ist eine Frau, die ist auf Immobilien-Scout24 verheiratet, aber war vorher beim Scheidungsanwalt auf der Website, dann kann ich durch die Kombination dieser simplen Informationen eine Prognose anstellen, was im ehelichen Schlafzimmer abgeht, nämlich wahrscheinlich gar nichts. Und normalerweise ist in meinen Veranstaltungen immer spätestens dann der Punkt erreicht, wo alle sagen, Mensch, Donnerwetter, total, genau,
ganz belanglose Information, für sich genommen isoliert, nicht weiter interessant, aber durch die simple Verknüpfung erfahre ich plötzlich wirklich intime Details. So. Und das gefährdet Privatsphäre, das gefährdet die Freiheitlichkeit einer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir diese Privatsphäre schützen vor dem Aufbruch durch diese Kombination dieser vielen Daten. Und deshalb ist es nicht in Ordnung, wenn einige meinen, man kann beliebig viel Daten über jeden sammeln, speichern, verknüpfen, verarbeiten. Das geht nicht. Das geht weder für große Konzerne noch für den Staat und seine Behörden, sondern er muss immer genau rechtfertigen, warum er Daten sammelt. Es muss auch immer verhältnismäßig sein. Es muss die Privatsphäre als solche intakt lassen. Wir steigen gleich ganz konkret ein und schauen auf den Screen, was kann ich machen, um sicher im Internet zu surfen, sicher meine E-Mails auch zu versenden. Wir wollen vorher noch auf zwei Fragen eingehen, die uns gestellt werden, denn ich habe es eingangs schon gesagt, wir wollen heute Abend gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Es gibt für Sie da drei Möglichkeiten. Gehen Sie auf unsere Internetseite, da sind Sie wahrscheinlich gerade schon, wo Sie gerade unser Live-Fenster sehen, uns im Stream beobachten, unser Gespräch verfolgen. Dort finden Sie unser Fragentool, wo Sie gerne Ihre Frage eintragen können, die wir dann direkt hier in der Runde aufgreifen. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie auf Facebook auf der Fanseite der FDP NRW unter dem Posting, das die Veranstaltung heute ankündigt, einen Kommentar eintragen. Und die dritte und wahrscheinlich einfachste Möglichkeit ist, dass Sie auf Twitter uns einen Tweet senden, bitte mit dem Hashtag FDPLive. Zwei Fragen haben uns noch erreicht. Zum einen von Heinz W. aus Dortmund. Er fragt, ja, schöne Frage, wie merke ich, dass ich im Internet überwacht werde? Manuel, kann ich das merken? Eigentlich nicht. Wenn man vor allen Dingen Daten abgreift an Kommunikationsverbindungen, so wie wir es jetzt erlebt haben, merkt man das nicht. Das ist wie wenn ich am Telefon abgehört werde oder jemand mich ausspioniert, dann sehe ich ihn vielleicht noch, aber in der Datenleitung nicht. Also man kann es eigentlich nicht merken. Man kann es vielleicht merken, wenn mein Rechner, meine IT infiltriert wurde, dann merkt man es vielleicht, aber das Ablauschen von Datenleitungen kann man nicht bemerken. Deswegen ist es so wichtig, dass man vertrauliche Kommunikation eben irgendwie absichert, zum Beispiel durch Verschlüsselung. Die zweite Frage kommt von Petra Pan. Wenn sie wirklich so heißt, hat sie einen sehr schönen Namen, ansonsten ist es zumindest gut ausgedacht. Sie fragt, das Thema Internet wird in unserer Gesellschaft immer komplexer. Ist es an der Zeit, ein eigenes Ministerium dafür aufzubauen? Marco, deine Meinung? Oh, das ist schwierig. Die ITler finden das total spannend. Habe ich den Falschen gefragt. Ja, also ich glaube, mit einer Behördenstruktur selber ist das Thema nicht getan, sondern das Entscheidende ist erstmal, dass eine Sensibilität auch in der Politik ankommt, dass möglichst viele unserer Kollegen, auch die sich vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, erstmal verstehen, was das bedeutet. Hier dein Kollege Uhl von der CSU, der ist ja erst in den letzten Wochen sich darüber bewusst geworden, ja, dass auch wenn zwei Menschen in Deutschland übers Internet miteinander hier kommunizieren, dass die Daten möglicherweise über Knoten in den USA, Russland oder wo auch immer gehen. Also ich glaube, der entscheidende Schritt, bevor wir jetzt über Behörden und Titel und Pöstchen sprechen, ist erstmal, dass das Thema in der Politik in der Breite ankommen muss und dass die Leute erstmal sehen, wie groß die Veränderung ist durch diese neue Kommunikationsinfrastruktur, dass das eben nicht vergleichbar ist mit einem Kupferkabel, über das dann so ein Telefonsignal läuft, sondern dass es was komplett anderes ist. Und das, glaube ich, ist erstmal viel wichtiger, als dass wir jetzt darüber sprechen, wer demnächst eine tolle Visitenkarte mit Minister für Informationstechnologie bekommt und wer den Dienstwagen und sonst was. Das sind so Strukturfragen, die, glaube ich, sollten erst an zweiter Stelle geklärt werden. An erster Stelle müssen wir über Inhalte sprechen und dass die Politik sich bewusst wird, was das für eine Veränderung eigentlich bedeutet. Wir haben in der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag eine Empfehlung ausgesprochen, dass es einen Arzt-netzpolitischen Ausschuss geben soll und auch eine entsprechende Stelle in der Bundesregierung. Ob das jetzt ein eigenes Ministerium sein muss, bin ich eher skeptisch. Ich sehe das so ähnlich wie Marco. Man braucht da keine große Behördenstruktur. Aber ich denke schon, es muss jemand sein, der Fragen der Netzpolitik entweder die Richtung angibt, vielleicht auch mal gewisse Differenzen zwischen Ministerien beenden kann, eine Richtung vorgeben kann, damit alles, was wir da tun, eben auch Hand und Fuß hat und koordiniert ist. Und deswegen halte ich das für eine sinnvolle Sache, im Bundestag einen Ausschuss zu haben, einen ständigen. Das ist die Empfehlung der Enquete und auch eine entsprechende Stelle, wo auch immer sie dann ist in der Bundesregierung. Du hast gerade die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag angesprochen, der du ja auch angehört hast. Wie groß ist denn generell im Deutschen Bundestag das Verständnis und die Affinität für das Thema Netzpolitik? Es wächst täglich, würde ich sagen. Am Anfang der Legislatur wurde diese Internet-Enquete noch
auch von vielen umstehenden Politikern, Kollegen, Fachkollegen eher belächelt. Das hat dann schon mehr abgenommen, wo man plötzlich merkte, oh, Netzpolitik betrifft ja auch mein persönliches Fachgebiet und eigentlich hat jeder Kollege, der ernsthaft sich mit den politischen Geschehnissen auch rechts und links seines Fachthemas und auch am Rande seines Fachthemas beschäftigt, gemerkt, oh, Netzpolitik tangiert auch mein Fachgebiet und ich kann eigentlich zu jedem Fachthema einen Fall nennen, der auch irgendeinen netzpolitischen Aspekt hat. Nicht nur Rechtspolitik und Innenpolitik, sondern das geht eben über Wirtschaft, Außen, Sicherheit überall. Und deswegen, das, was Marco sagt, stimmt völlig zu Recht. Eigentlich muss Netzpolitik in der Breite der Kollegen vertreten sein. Das wird auch vielleicht mittelfristig kommen. Kurzfristig müssen wir eben so eine Art Nerdpool im Vorne eines Ausschusses haben. Und deswegen, glaube ich, ist das ein sinnvoller Weg dahin. Prima. Dann schauen wir als Dreier-Nerdpool jetzt vielleicht mal gemeinsam hier auf den Screen. Ich habe den Vorteil, ich kann als Laie dich wirklich fragen, weil ich es gar nicht besser weiß, was muss ich denn jetzt überhaupt machen, wenn ich irgendwie im Internet anonym sicherer surfen will? Was ist denn die wichtigste Frage? Brauche ich erst einen speziellen Browser? Brauche ich ein spezielles Programm? Wie gehe ich denn am besten vor? Also wir reden heute mal über Kommunikation. Ich sag, für den privaten Bereich gibt es eigentlich drei Bereiche, in denen wirklich Daten häufig transportiert oder verschickt oder von A nach B geschafft werden, über die wollen wir vielleicht kurz reden. Das eine ist im Prinzip die E-Mail-Kommunikation, also eine ganz normale Kommunikation von einem zum anderen über E-Mail, das kennt eigentlich jeder. Das, was sehr viele benutzen heute im mobilen Bereich, ist eine Kommunikation über Kurznachrichten. Da haben SMS langsam ausgedient und die meisten benutzen irgendwelche Programme. Das bekannteste und verbreiteste ist wahrscheinlich WhatsApp. Wir wissen alle, dass dieses Unternehmen in den USA sitzt und auch mitten in diesem Zentrum steht, dieser Fragen. Und von daher ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das Dritte ist das, was auch viele Leute benutzen, sind eben Cloud-Dienste. Also sie legen Daten, Päckchen, kleine Datensachen, die sie eben von A nach B nicht transportieren wollen, temporär oder dauerhaft in die Cloud, benutzen das von mehreren Geräten. Und das sind so die drei Punkte, wo man sich relativ einfach absichern kann als privater Endnutzer. Und über die drei Themen können wir sprechen. Wir können nachher, wenn wir Zeit haben, auch noch über sichere Servern reden, aber das ist ein bisschen anspruchsvoller. Und wir haben ja die nächsten 5 Stunden noch Zeit, von daher können wir mal gucken, was wir machen. Anfangen wir vielleicht mit der E-Mail. Ja, sehr gerne. Bei der E-Mail gibt es im Prinzip ein System, das nennt sich, gibt es eigentlich schon sehr lange, seit über 20 Jahren, PGP, Pretty Good Privacy, wurde später dann als kommerzielle Software vertrieben, gab auch ein Exportverbot übrigens aus den USA in den 90er Jahren, da gibt es dann eben eine freie Software. Heute wird benutzt ein Programm, das heißt GPG, GNU Privacy Guard. Das kann man gleich noch erklären. Ich erkläre vielleicht ganz kurz erst das Prinzip, was hinter diesen E-Mail-Verschlüsselungen steht, bevor wir dann um die Software kommen, weil man muss eigentlich verstehen, wie diese Verschlüsselungsart funktioniert. Es ist ein Zwei-Schlüssel-System. Das heißt, man kreiert zwei Schlüssel. Der eine Schlüssel ist nur zum Verschlüsseln von E-Mails da, das heißt, er kann Text oder Bilder oder Dateien verschlüsseln und ich kann nur mit dem dazugehörigen anderen Schlüssel diese E-Mail, diesen Datenverkehr wieder entschlüsseln. Gut, und Frage, Schlüssel ist also nichts, was man anfassen kann, sondern es ist irgendwie eine Zahlen- oder Ziffernfolge. Das ist eine Datei, das ist eine, oder ein, ja, ein Schlüssel in Form eines kryptografischen Textes und das Interessante ist eben, man kann nur mit diesen zwei Schlüsseln zusammenarbeiten. Ich kann also nur mit dem einen Schlüssel verschlüsseln und mit dem anderen entschlüsseln. Jetzt kann man sich vorstellen, der entschlüsseln kann, ist eigentlich der mächtige Schlüssel, weil mit dem kann ich diese Nachricht entschlüsseln. Wenn diesen Schlüssel jemand anders in die Hände bekommt, dann kann der meine Kommunikation lesen. Deswegen heißt dieser Schlüssel auch privater Schlüssel, Private Key, und der sollte tunlichst nirgendwo in fremde Hände kommen. Und mit diesem privaten Schlüssel kann ich Nachrichten, die an mich geschickt wurden, entschlüsseln. Das heißt, jeder, der mir etwas schicken will, braucht meinen anderen Schlüssel. Und das heißt schon, jeder muss den haben, deswegen heißt der andere auch öffentlicher Schlüssel. Dieser Schlüssel hat kein Geheimhaltungsbedürfnis, im Gegenteil, er muss sogar verteilt werden. Das heißt, ich kann ihn jemanden übermitteln über einen anderen Weg. Ich kann ihn aber auch auf Server hochladen, auf sogenanntes Schlüsselserver, sodass dieser Schlüssel mit meiner E-Mail-Adresse verknüpft, er auffindbar ist und man mir etwas schicken kann. Das klingt im ersten Moment etwas kompliziert, aber wenn man dieses Schlüsselpaar hat und der öffentliche Schlüssel bekannt ist und der private Schlüssel sicher in meiner Hand ist und das andere Leute haben, dann kann man sich dadurch gegenseitig E-Mails zuschicken und nur der Empfänger kann die Schlüssel, kann die E-Mail mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln. Zu dem Programm.
Es gibt ein Programm, das eine sehr gute Integration dafür hat. Das ist hier Thunderbird. Wenn wir die Webseite von Thunderbird, das ist eine Entwicklung von Mozilla, also mozilla.org. Da findet man es. Hier oben steht noch /de/Thunderbird. Man findet es aber auch, wenn man in eine Suchmaschine seines Vertrauens Thunderbird und Download eingibt. Das Programm kann man runterladen, das ist ein E-Mail-Programm, ich habe es hier unten schon installiert und kann es mal zeigen. Das ist wie bei der Robitek, du hast schon mal was vorbereitet. Genau, ich habe schon mal was vorbereitet, es hat schon mal gegart. Man sieht hier oben auch, das ist ein... Entschuldigung, also Sie gehen einfach auf diese Seite, drücken diesen Download-Button und dann ist so eine normale Installationsdatei geht dann auf, da drücke ich dann auf die Knöpfe, die genau. Mir dann sagen, was ich tun muss und dann habe ich das da und dann, wenn ich damit fertig bin, dann kann ich das sehen, was wir jetzt online zeigen. Man richtet seinen E-Mail-Account ein. Im Prinzip funktioniert Thunderbird mit nahezu allen E-Mail-Accounts. Ich habe hier jetzt mal einen Gmail-Account genommen, den wir eingerichtet haben, weil wenn ich meine E-Mail wirklich verschlüssele, dann macht das auch nichts, wenn die verschlüsselte E-Mail auf irgendwelchen Servern in der Welt liegt. Man kann das natürlich auch mit seinem deutschen E-Mail-Account machen, von seinem deutschen Provider des Vertrauens. Das ist aber noch nicht zunächst mal das Verschlüsselungsprogramm. Das Verschlüsselungsprogramm GPG, GNU Privacy Guard, gibt es hier unter der Webseite gpg4win.org. In dem Fall haben wir jetzt eine Windows-Version. Es gibt auch entsprechende Programme für andere Plattformen, für Macintosh oder für Linux. Hier haben wir jetzt eine Windows-Version und da gibt es hier unten ein Paket zum Downloaden. Hier oben kann man draufklicken. Und es beinhaltet verschiedene Programme. Das ist zusammengepackt, kann man durchinstallieren. Und es gibt dann eben auch Software, die mit diesem Thunderbird, mit diesem E-Mail-Client zusammenarbeitet. Dieses GPK, GNU Privacy Guard, ist eben elementar, damit man überhaupt diesen Schlüssel verwalten kann, also diesen öffentlichen und den privaten Schlüssel. Und das ist ganz wichtig, auch alle Schlüssel meiner Kommunikationspartner. Wenn ich jemandem eine E-Mail schicken will, dir Marco zum Beispiel, brauche ich deinen öffentlichen Schlüssel. Und den möchte ich natürlich nicht jedes Mal mir holen oder besorgen, wenn ich dir was schicken will. Deswegen gibt es ein Programm, das nennt sich Cleopatra, das ist in diesem Paket drin. Und das verwaltet nicht nur meinen Schlüssel, mein Schlüsselpaar, meinen privaten und meinen öffentlichen Schlüssel, sondern auch alle öffentlichen Schlüssel meiner Kommunikationspartner an einem sogenannten Schlüsselbund. Das heißt, ich habe einen Schlüsselbund mit meinen privaten und dann den öffentlichen Schlüsseln anderer Kommunikationspartner, denen ich was schicken möchte. Aber ganz praktisch gedacht, da gibt es einen Button, der dafür sorgt, dass dieses gesamte Paket mit diesen verschiedenen Programmen auf einmal runtergeladen wird oder muss ich da fünfmal... Nein, das ist ein Paket, wird runtergeladen, Paket. Wird zusammen installiert. Super. Und das Erste, was man machen müsste, ist sich ein solches Schlüsselpaar erstellen. Das heißt aber, wenn ich einen privaten Schlüssel auch habe, den ich in Cleopatra mit abspeichere, ist der denn dann sicher? Ja, man sollte ihn natürlich seinen Rechner sicher haben. Also wer natürlich an den Rechner kommt, kommt auch an den Schlüssel, wobei der private Schlüssel nochmal mit einer sogenannten Passphrase, also einer mehr als ein Passwort, einem möglichst langen Passwort gesichert ist, sodass, wenn man den privaten Schlüssel hat, nicht automatisch ihn benutzen kann, sondern man muss auch dieses Passwort eintragen. Doppelt gesichert. Doppelt gesichert. Man muss also den privaten Schlüssel A haben und das dazugehörige Passwort. Das kann man auch jederzeit ändern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Revoke Key, also einen Rücknahmeschlüssel zu kreieren. Den würde man einsetzen, wenn der private Schlüssel abhanden gekommen ist. Dann kann man sozusagen dieses Schlüsselpaar für ungültig erklären. Und diesen Rücknahmeschlüssel sollte man auch tunlichst wegsichern, zum Beispiel auf einen USB-Stick oder auf irgendeinen externen Datenträger, dass der nicht in fremde Hände kommt. Weil damit kann jemand meinen Schlüssel für ungültig erklären, wenn der den hat. Also Zwischenergebnis, einmal bei Mozilla runterladen, dann einmal bei GPG. GPG4Win, wenn man genau, die Version hat. Runterladen, zwei Downloads gemacht, zweimal installiert. Und dann Cleopatra starten. Und dann Cleopatra starten und dann sind wir an der Stelle, an der wir uns jetzt befinden. Wo wir jetzt einen Schlüssel machen. Wir wollen ein Schlüsselpaar machen. Das geht hier oben mit einem neuen Zertifikat. Ich möchte ein persönliches OpenPGP-Schlüsselpaar erzeugen. Und dazu gebe ich jetzt mal meinen Namen ein. Ich bin der Hans Mustermann und meine E-Mail, das ist die, die ich vorhin angelegt habe, ist diese hier. Die muss passen. Also ich muss dann schon gucken, dass meine E-Mail-Adresse auch stimmt, weil die wird zu geordnet. Und ich kann jetzt hier noch einen Kommentar eingeben, den lasse ich jetzt einfach mal weg. Standardmäßig ist das ein sicherer Schlüssel. Man kann ihn auch noch verändern von der Länge her. Ich lasse das in den Standardeinstellungen und erzeuge den Schlüssel und jetzt kann man hier
eine oder muss hier diese sogenannte Passphrase eingeben. Das ist ein möglichst langes, schwer zu erratendes Kennwort, das dann sozusagen den privaten Schlüssel absichert. Ich mache jetzt mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, bitte nicht nachmachen. Ja? Das ist ein sehr unsicheres Schlüsselpaar. Passwort. Nein. Ich mache jetzt mal hier, Moment, habe ich so vertippt bei dem leichten Kennwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist ein Schlüssel, den man nicht eingeben sollte, sondern möglichst etwas längeres. Er sagt auch, Sie haben offensichtlich eine unsichere Passphrase eingegeben. Sie sollte mindestens 8 Zeichen lang sein. Wir benutzen sie jetzt mal trotzdem. Sie muss sich jetzt nochmal eingeben. Und jetzt wird hier der Schlüssel erzeugt. Man sieht hier auch Zertifikat erfolgreich erzeugt und es gibt einen sogenannten Fingerabdruck. Hier kann man eine Sicherheitskopie des Schlüssels erstellen, weil es ist ganz wichtig, dass man den privaten Schlüssel nicht verliert. Man kann nämlich seine E-Mails nicht mehr entschlüsseln, die man zugeschickt bekommt. Man kann das per E-Mail verschicken oder einen sogenannten Server übermitteln. Das lassen wir jetzt mal kurz weg, um zu sehen, was hier in dem Programm steht. Hier steht meine Zertifikate. Ich habe hier einen Schlüssel, der dieser E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Hier hinten gibt es eine Schlüsselnummer, die ist eindeutig. Und dieser Schlüssel, wenn ich ihn doppelklicke, gibt es zusätzliche Informationen, ist auch unbeschränkt gültig, man kann ihn auch ablaufen lassen, ist also ganz einfach zu erstellen. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass mein Kommunikationspartner meinen öffentlichen Schlüssel kriegt und dazu muss ich den öffentlichen Schlüssel haben. Das geht hier, indem ich Zertifikate entweder exportiere und jemandem gebe oder noch schlauer auf einen Server exportiere. Und wenn ich dann auf einem Server nach meiner E-Mail suche, nach meiner E-Mail-Adresse oder jemand anders, dann sieht er meinen öffentlichen Schlüssel und kann mir etwas schicken. Okay. Wie ein Telefonbuch. Im Prinzip wie ein Telefonbuch, nur dass dort eben mehr drin ist, nämlich sozusagen der Verschlüsselungsalgorithmus für E-Mails, die an mich gehen. Aber das heißt, der große Moment ist jetzt schon passiert und jetzt sind meine E-Mails im Empfang auch schon geschützt. Und ich kann meine eigenen E-Mails auch schon gar nicht mehr empfangen, wenn ich den Schlüssel jetzt verloren hätte. Es ist so, jeder, der mir jetzt mittels PGP oder GNU-PG eine E-Mail verschlüsselt zuschickt, dann kommen die eben verschlüsselt an. Das heißt, in meinem E-Mail-Programm landen die kryptografisch, das sind lauter Zahlenketten, Buchstabenketten, und man kann die nicht mehr lesen, außer man entschlüsselt sie mit diesem privaten Schlüssel. Also ganz wichtig, auf beiden Seiten muss es aktiv gemacht werden. Genau. Aktiv verschlüsselt versenden, aktiv verschlüsselt empfangen. Das heißt, Spam bekomme ich weiterhin. Ja, das schützt nicht davor. Es ist wirklich sozusagen eine Vereinbarung, wie man den Text oder den Inhalt von E-Mails verschlüsselt. Was man übrigens nicht verschlüsselt, ist die Betreffzeile. Und was auch nicht maskiert wird, ist, wer wem eine E-Mail schickt. Das heißt, Datenbanken, die möglicherweise für längere Zeit abspeichern, wer wem wann eine E-Mail geschickt hat, beispielsweise in Vorratsdatenspeicherung, schützen hier nicht, das schützt nicht davor, es wird nur der Inhalt der Kommunikation abgesichert. Niki Browser fragt uns genau zu diesem Thema, alles schön und gut, also schon mal so viel Lob für dich, Manuel, aber fragt auch kritisch nach, machen solche Programme meinen Rechner nicht deutlich langsamer? Also ich sag mal, der Rechner wird dadurch nicht langsamer, das E-Mail-Lesen wird einen Tick länger. In dem Moment, wo die E-Mail reinkommt in mein Programm, zum Beispiel das Thunderbird, kommt sie verschlüsselt rein und wenn ich sie doppelt anklicke, geht eben die Eingabemaske meiner Passphrase, meines geheimen Kennwortes, auf, das ich erst eingeben muss, bevor ich die E-Mail lesen kann. Insofern wird das E-Mail-Lesen etwas langsamer für den Moment, weil ich es ja erst entschlüsseln muss, aber das Entschlüsseln selbst geht in ganz kurzer Zeit, außer man hat vielleicht einen ganz alten Rechner, aber dann läuft wahrscheinlich alles langsam. Nathalie will außerdem gerne wissen, glauben Sie wirklich, dass die Geheimdienste in der Lage sind, das Internet abzuhören, also so wie es im Moment wohl möglicherweise der Fall ist, es gleichzeitig aber nicht schaffen, die 2, 3 Tricks, die wir jetzt heute hier gerade besprechen bei der Krypto-Party, aufzuschlüsseln? Also kurz gefragt, wie sicher ist das denn? Also das PGB-Verfahren ist jetzt 20 Jahre alt, es ist in der Form nicht geknackt worden, der Schlüssel ist sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich über Wege an den privaten Schlüssel und vielleicht auch an das Kennwort kommt. Also wenn jemand Energie aufbringt, sozusagen einen Rechner zu infiltrieren, meinen diesen hier und meine Tastatureingaben mitschneidet und mir diesen Schlüssel entwendet, dann kann er natürlich auch meine E-Mail danach entschlüsseln. Aber man muss erheblich mehr Aufwand betreiben. Und das Entscheidende ist doch, dass wir die Sicherheitslatte einfach ein Stück anheben. Wenn eben das Argument, ja, wer heute seine E-Mail verschlüsselt, macht sich ja potenziell verdächtig, ist ja das beste Argument dafür, dass möglichst viele E-Mail verschlüsseln,
weil je mehr Leute E-Mail verschlüsseln, desto weniger ist das ungewöhnlich. Das ist das Erste, machen die Autos zuschließen oder Häuser zuschließen. Und zweitens steigt auch der Aufwand enorm, zum Beispiel, Nathalie, dass dann die Geheimdienste ganz einfach mal die E-Mail entschlüsseln, weil sie eben erstmal anfangen müssen, aus der Vielzahl der verschlüsselten E-Mails loszulegen. Schwachstelle ist also meistens das eigene System, aber nicht das Verschlüsselungssystem an sich. Genau, die Übertragung ist, würde ich sagen, sehr, sehr sicher. 100% sicher ist in der IT kaum was. Das Problem ist immer, und die Schwachstelle ist in der IT häufig derjenige, der es benutzt. Prima. Zum Beispiel mit einem schwachen Kennwort wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich will gerne auch nochmal dazu aufrufen, dass Sie auch weiterhin uns Ihre Fragen stellen. Ich habe es schon erklärt, es gibt drei Möglichkeiten. Ganz einfach über das Fragetool auf unserer Internetseite, gerne auch über unsere Facebook-Seite der FDP NRW oder über Twitter senden Sie uns einen Tweet, bitte verbunden mit dem Hashtag FDPLive, damit wir das Ganze auch finden können. Genauso hat es soeben auch Peter Braun gemacht oder ein Mensch, der sich Peter Braun zumindest nennt. Er fragt, wenn die Amerikaner nun sagen, sie wollten sich künftig an deutsches Datenschutzrecht halten, glauben Sie das? Deine Einschätzung? Ich glaube, die Amerikaner, also die Fragen, die wir im Moment bei Prism diskutieren, sind keine Datenschutzfragen. Ja, es sind Fragen von Geheimdiensten, wie Geheimdienste arbeiten, welche Aufträge sie von Regierungen kriegen. Die Amerikaner haben erstmal eigenes Datenschutzrecht, sie haben auch ein anderes Datenschutzverständnis. Allerdings die Unternehmen, mit denen wir im politischen Alltag sprechen, sagen, sie wollen sich auch, wenn sie in Deutschland, in Europa arbeiten, an das dortige Recht halten, haben aber halt die Situation, dass sie in Europa sehr viele unterschiedliche Datenschutzsysteme haben und der europäische Markt einer ist, aus Sicht der Amerikaner. Also ich würde sagen, wenn ein Amerikaner sagt, er hält sich künftig an deutsches Datenschutzrecht, wäre ich vorsichtig damit. Erstmal grundsätzlich, weil das schon bedeuten würde, dass er sich an 27 verschiedene Datenschutzrechtssysteme in Europa halten müsste und das kann eigentlich ein weltweit agierendes Unternehmen nur sehr schwer machen. Prima. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Screen. Du hast jetzt gerade hier nochmal... Ich habe jetzt mal hier nochmal ganz kurz gezeigt. Ich habe meine Seite hier, das ist meine Seite im Deutschen Bundestag. Ich habe zum Beispiel auch hier einen PGP-Schlüssel. Ich habe das hier unten bei mir unter Kontakt reingeschrieben. Sowas sollte man tun. Ich habe hier geschrieben, sollten Sie mir eine PGP-verschlüsselte E-Mail senden wollen, finden Sie hier meinen PG-Public-Key, also meinen öffentlichen Schlüssel. Wir können jetzt hier im Studio leider nicht hier draufklicken, also wir können es schon, aber leider ist hier das Netz abgesichert. Das heißt, wir kommen hier nicht durch die Firewall zu diesem Rechner. Leider, aber das ist nicht so schlimm, das ist nur gut, wenn man sicher ist. Da würde man jetzt einen kryptografischen Schlüssel sehen. Der könnte natürlich gefälscht sein und deswegen gibt es hier den sogenannten Fingerprint. Ja, dieser Fingerprint, der hier unten steht, den sollte man dann abgleichen. Der steht auf meiner Webseite und diesen Fingerprint findet man dann auch, wenn man unter Cleopatra meinen Schlüssel hier dann sehen würde, das ist jetzt nicht der gleiche, dann würde man hier auch einen Fingerabdruck sehen an der Stelle. Und dieser Fingerabdruck, den ich sozusagen dann habe aus dem öffentlichen Schlüssel, den ich mir besorgt habe, aus einer öffentlichen Quelle, muss dann mit dem veröffentlichten Fingerabdruck übereinstimmen. Das ist sozusagen nochmal eine Verifizierung, dass der andere auch wirklich der andere ist. Man kann den auch zum Beispiel auf eine Visitenkarte drucken oder auf einem anderen Weg geben. Aber es sollte ein zweiter Übertragungsweg sein, um sicherzustellen, dass der öffentliche Schlüssel auch, wenn ich Marco zum Beispiel das schicke, auch wirklich Marco gehört. Das ist eine Art und Weise, wie man dann seinen PGP-Schlüssel veröffentlichen kann. Man kann ihn auch in voller Länge auf die Webseite abdrucken und dann einkopieren. Zum Beispiel mein Kollege Jimmy Schulz macht das so. Ich kann das mal kurz aufrufen. Dann sieht man auch, wie man so einen Schlüssel importiert. Lieber Jimmy, wirst dich freuen. Ich hoffe, ich finde das jetzt gleich. Wahrscheinlich unten. Die Webseite von Jimmy hat sich auch, glaube ich, gerade verändert. Unter Impressum ist sie, meine ich. Achtung. Nein, ist sie nicht. Na super, ist wieder ein guter. Ja, sie hat sich leider verändert. Diese Webseite von Jimmy hat sich seit dem letzten Mal verändert, deswegen finde ich es nicht. Wir können mal gucken, ob wir hier über die Suchfunktion was finden. Es ist immer so, wenn man etwas zeigen will, dann funktioniert es nicht. Da muss der Jimmy nochmal an der Nutzerführung und der Suche arbeiten. Ah, hier hat er einen Artikel geschrieben darüber. Vielleicht hat er ja da seinen Schlüssel. Wir versuchen das jetzt nochmal hier und ansonsten versuchen wir es nicht mehr. Nein, es ist nicht hier. Zumindest finde ich es nicht auf Anhieb. Also wenn ich sie hier finden würde, könnte ich das auch direkt importieren, den Schlüssel, in Cleopatra und hätte dann sozusagen den Schlüssel
eingefügt, ohne ihn irgendwo runterzuladen. Wie weit ist denn bislang dieses System verbreitet? Also wird das schon stark genutzt? Tja, das ist so eine Sache. Es gibt es seit 20 Jahren ungefähr. Phil Zimmermann hat das entwickelt und erfunden sozusagen. PGP ist später kommerzialisiert worden. Es gibt es also schon lange. Aber es ist nicht so sehr verbreitet, weil es halt ein bisschen kompliziert ist, einen öffentlichen und privaten Schlüssel und ein Passwort sich merken. Ich persönlich finde, es ist ein überschaubarer Aufwand, wie man eben auch einen Schlüssel für eine Haustür hat. Vielleicht ist der Bedarf noch nicht so sehr erkannt worden. Ich glaube, dass die aktuellen Umstände das doch ein bisschen verändern. Glaubst du denn, dass durch die aktuellen Diskussionen das Thema Datenschutz, das Thema Bürgerrechte generell stärker auch auf die persönliche Agenda bei vielen Leuten rückt und möglicherweise solchen Verschlüsselungstechnologien auch in der Breite zum Durchbruch verführt, bringt? Ja, ich glaube, dass die aktuelle Diskussion dazu führt, dass viele Menschen mal drüber nachdenken, ob sie nicht ein bisschen vertraulicher mit anderen Leuten kommunizieren können und wollen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, okay, wir dann eigentlich schon zum nächsten Komplex, vielleicht WhatsApp. Ich persönlich habe das Programm nie benutzt, nicht weil ich es schlecht finde oder so, sondern weil ich einfach meine Vorbehalte hatte. Aber es gibt sehr viele Menschen, die eben sagen, ja, ich möchte eben schnell und einfach eine Kommunikation von A nach B machen. Ich möchte keine SMS schicken, weil das kostet Geld. Also nehme ich WhatsApp, das geht schnell, geht einfach. Und man hat sich keine Gedanken gemacht, dass die Daten unverschlüsselt auf einen amerikanischen Rechner übertragen werden, dort liegen bleiben, dass da auch keine Löschungsfristen gibt und letztlich dann zu der Empfängerperson kommen und diese Verschlüsselung eigentlich nicht mehr vertraulich ist, sondern eigentlich eine Postkarte ist, die quer durchs Netz geschickt wird. Das heißt, wenn wir jetzt zum Thema Handy kommen und auch WhatsApp, vielleicht auch ergänzend die Frage dazu, Smartphones sind ja ganz stark auf dem Vormarsch. Ich glaube, viele hier auch im Raum haben alle ein iPhone oder ein anderes namhaftes Smartphone von bekannten Herstellern. Kann ich auch in den entsprechenden Mail-Programmen dort diese Verschlüsselungstechnologien anwenden? Also ich habe noch kein wirklich komfortables Programm fürs iPhone derzeit gefunden, was PGP gut kann. Dort funktioniert das so, dass ich die E-Mail im Prinzip bekomme, den Inhalt kopiere, über ein PGP-Programm entschlüssele und dann es lesen kann. Es gibt aber Programme, da geht das ein bisschen komfortabler, da bin ich noch am Testen. Es gibt auch ein zweites Verschlüsselungsverfahren, sogenannte X509-Zertifikate mit dem S-MIME-Verfahren, nur mal kurz gesagt. Das ist ein bisschen komplizierter, wollen wir heute auch nicht erklären. Da gibt es Implementationen, das ist natürlich klasse. Programme, die das können. Ja, das liegt daran, dass ich hier kein Wasser bis jetzt abbekommen habe. Vielleicht kann man doch da hinten, sehr gut. Bei einem ITler steht das hier ja. Im Laptop. Ja, jetzt geht die Party richtig los. Jetzt geht die Party, Krypto-Party geht jetzt richtig los, vor allem wenn das Wasser da drin ist. Da kann man es leicht aktivieren, also so ein Zertifikat. Wir machen das zum Beispiel im Bundestag, gibt es solche Zertifikate, das kann man eigentlich sehr leicht implementieren. Dann hat man die Situation, dass man auch da verschlüsselte E-Mails empfangen und senden kann. WhatsApp hast du gerade angesprochen. Gibt es denn Möglichkeiten, dass ich WhatsApp weiter nutze und das irgendwie geschützter mache? Oder würdest du einfach sagen, WhatsApp ist dann einfach grundsätzlich eine App, zu deren Benutzung du nicht raten würdest? Also ich würde nicht WhatsApp benutzen und würde es auch nicht raten. Ich habe es auch nicht gemacht. Viele haben mich angesprochen, haben gesagt, installier dir das doch mal, damit wir dir was schicken können. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Ja, man könnte das absichern, indem man da kryptografische Texte hin und her schickt, die man mit PGP verschlüsselt hat. Aber das ist nun wirklich sehr unkomfortabel, zumal es Programme gibt, die Latte etwas höher legen. Entweder ein Programm, das arbeitet wie WhatsApp, aber in Deutschland entwickelt wurde, auf deutschen Servern arbeitet. Es gibt viele Programme und liebe App-Entwickler, schickt uns eure Programme, wenn ihr welche habt. Ich nenne jetzt zwei Stück, die ich kenne. Es gibt bestimmt noch andere. Bitte seid nicht böse, wenn ich eures nicht nenne. Es gibt eins aus Deutschland, das heißt AppMe. Das arbeitet im Prinzip wie WhatsApp, aber hat keine Krypto-Funktion. Und es gibt derzeit eins, was sehr stark verbreitet ist, was sagen wir mal, dreimal so viel Anmeldezahlen, wie ich gehört habe, derzeit hat wie vor dieser ganzen Diskussion um NSA und Tempora. Das heißt Threema, ist ein Schweizer Produkt und das arbeitet in dem Programm sowohl mit Verschlüsselung als auch mit Authentifizierung des Benutzers. Das heißt, man weiß, dass das Gegenüber auch wirklich das Gegenüber ist. Das weiß man nicht bei WhatsApp auch nicht unbedingt. Wie das funktioniert, kann ich auch kurz erklären vielleicht. Gerne. Geht auch mit so einem öffentlichen und privaten Schlüssel. Eigentlich das gleiche wie bei GPG. Man installiert das Programm. Kostet einmal Geld, das ist manchmal so bei Sicherheit, und man kriegt eine ID, das heißt, man weist den Benutzern keinen Namen zu, sondern eine ID, das heißt, man weiß schon mal nicht, wer mit wem kommuniziert, wenn man nicht weiß, wer hinter einer ID steckt.
Und wenn jemand einem anderen eine Kurznachricht schickt oder eine Datei schickt, dann wird die eben mit dem öffentlichen Schlüssel des anderen verschlüsselt, also genauso wie bei PGP, und auf der anderen Seite entschlüsselt. Und damit ich auch weiß, dass der andere ist, scanne ich mit dem Programm einmal so einen Barcode auf dem anderen Gerät ab. Dazu muss ich ihn einmal persönlich treffen. Das ist im Prinzip das Gleiche wie dieser Fingerprint, den wir bei PGP gesehen haben, dass man auf dem zweiten Kommunikationsweg auch verifiziert, dass der andere auch wirklich diese ID hat. Und damit hat man eine sehr sichere Kommunikation, die genauso funktioniert wie WhatsApp. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es in Zukunft das ein oder andere Programm geben wird, das in ähnlicher Art und Weise funktioniert und auf den Markt kommt, weil es gibt meines Erachtens dafür einen großen Bedarf. Der Nutzer George O. 1984 stellt uns die Frage, auch mit Blick auf amerikanische Unternehmen, sind Google und Facebook nicht viel schlimmer und mächtiger als die NSA? Also wenn ich über Facebook vertrauliche Dinge im Facebook-Messaging-System austausche, dann habe ich noch nicht ganz verstanden, was vertrauliche Kommunikation ist, da gebe ich recht, weil natürlich ich dann einem anderen Unternehmen diese Daten im Klartext anvertraue. Ich kann sie da auch nicht verschlüsseln. Bei Google ähnlich. Also ich würde Google und Facebook als soziale Netzwerke nutzen. Facebook vor allen Dingen ist ein klassisches soziales Netz und natürlich die Dinge, die ich dort veröffentliche, sind veröffentlicht und deswegen ist auch in Ordnung. Ich würde wahrscheinlich über solche Systeme keine vertrauliche Kommunikation abwickeln. Und bei Google zum Beispiel, wenn ich jetzt Google Mail nehme beispielsweise, wäre es klug, die Mail dort verschlüsselt abzuspeichern. Das heißt, Facebook würdest du schon dazu raten, dass man grundsätzlich vorsichtig und sparsam mit dem sozialen Netzwerk umgeht? Also jetzt Nein, gar nicht. Ich bin überhaupt keiner, der sagt, sparsam mit Facebook oder sozialen Netzwerken umgeht. Man muss einem nur klar sein, was da passiert. Man gibt Daten einem Unternehmen und die Einstellungen, da muss ich sagen, vertraue ich auch Facebook oder auch anderen, auch Google oder anderen Netzwerken, sind, glaube ich, sehr zuverlässig. Wenn ich da einstelle, nur meine Freunde sollen den Post sehen oder das Bild sehen, dann wird das sehr sicher so sein. Ich glaube nicht, dass die Daten später anderen sichtbar machen. Vielleicht staatlichen Stellen. Das ist in den USA ja eine große Diskussion, die wir derzeit machen, die wir derzeit führen, wo wir wissen wollen, wie weit dürfen denn staatliche Stellen reinschauen. Von daher, vertrauliche Dinge würde ich da eh nicht posten, auch nicht vielleicht in der Freundesgruppe. Und ansonsten Dinge, die jetzt nur für bestimmte Leute sichtbar sein sollen, sollten vielleicht aber nicht wirklich so geheim sein, dass sie, dass ich sie nicht auch vielleicht einem anderen, der es einsehen kann, eine staatliche Stelle, nicht auch geben würde. Also wenn ich was wirklich vertraulich haben möchte, muss ich es verschlüsseln. Das heißt, der beste Datenschutz ist und bleibt die eigene Datensparsamkeit. Ich bin ein sehr vorsichtig mit dem Wort Datenschutz und auch mit dem Wort Datensparsamkeit, weil die Menschen melden sich ja bei Facebook an, um Daten zu teilen. Also keiner meldet sich bei Facebook oder einem anderen sozialen Netz an, um nicht Daten zu teilen, um nicht mit anderen zu kommunizieren, sondern gerade um es zu tun. Deswegen ist Datensparsamkeit eigentlich, finde ich, das falsche Wort. Mehr vielleicht ein Bewusstsein für die Art und für die Reichweite der Daten, die man dort eingibt. Das heißt mehr so ein Datenbewusstsein. Und was ich einfordere, ist ein Datenrecht mehr, dass man eben das Recht bekommt, mit seinen Daten auch umzugehen und das Recht hat, festzulegen, wie mit den Daten nachher auch weiter umgegangen wird. Da schließe ich bewusst mal nicht ein, dass Daten kopiert werden und woanders veröffentlicht werden, dann sind natürlich Daten weg. Das ist aber in der analogen Welt auch so. Wenn ich dir heute was erzähle und sage, bitte verhalte es vertraulich und du erzählst es draußen weiter, dann ist das genauso ein Problem. Also das habe ich auch kein Recht mehr darauf, das zu löschen. Das ist auch im Internet so. Das ist klar. Ralf Lorenz fragt nochmal nach. Du hast gerade ein Programm aus der Schweiz genannt und er bittet darum, nochmal den Namen oder im Idealfall die Schreibweise zu übermitteln. Threema, also 3 wie 3. Und dann MA dahinter, so THREEMA, findet sich im App Store, gibt es auch für Android, gibt es auch eine Webseite zu, kann man mal gucken. Findet man über die Suchmaschine des Vertrauens. Über die Suchmaschine deines Vertrauens, lieber Ralf Lorenz. Alles klar. Was können wir noch lernen? Wie kann ich mich ansonsten in der Kommunikation noch gut verhalten, selber gut schützen? Ja, das Letzte wären noch die Cloud-Dienste, die ich vorhin angesprochen hatte. Das ist ja üblich, dass man Wer heute. Wer nutzt das hier, Marco? Ja, Dropbox zum Beispiel für Filme oder große Audiodaten nutze ich das. Ich bin zwar kein Hobbyfilmer, aber ich bin ja so ein Hobbymusiker und so. Und wenn man da mit Bekannten was austauscht, große Audiodateien hat. Oder ich war letztes Jahr
im Urlaub, nette Leute kennengelernt, haben hinterher alle ihre Videodateien und ihre Filme und Bilder ausgetauscht. Und dann nutzt man eben sowas wie Dropbox, ja, um das miteinander zu teilen. Und das nutzen sehr viele Leute, nutzen immer mehr Leute. Also das ist schon eine gängige Sache. Das ist also nicht mehr nur was für Business-Anwender, sondern es wird auch in den privaten Bereich hinein, dringt das immer weiter vor. Das heißt, das System Cloud steht ja für Wolke. Vielleicht erklärst du generell nochmal, was genau steckt hinter dieser Wolke? Was ist der Gedanke? Wie funktioniert das? Also in dem Fall, wo es um Datenablage geht, ist es im Prinzip ein Datenspeicher im Netz. Es interessiert mich nicht, wo es ist und wie es funktioniert, sondern ich schiebe das einfach ins Netz und kann von überall drauf zugreifen, auch vielleicht von verschiedenen Geräten aus. Und die meiste private Anwendung oder die häufigste private Anwendung ist eben, dass man sagt, man möchte an seinem PC zu Hause und auf seinem mobilen Endgerät und auf seinem Mac und auf einem anderen Gerät überall Zugriff auf, was weiß ich, irgendwelche Daten haben, persönliche Daten vielleicht, weil man sie eben nicht auf eine Festplatte abspeichert oder man macht sie vielleicht zur Sicherheit dahin. Und, Stichwort iCloud. Na, genau. Apple pusht das natürlich. Da gibt es Anbieter wie die iCloud oder wie die Dropbox, die sind sehr bekannt. Auch Google hat einen Cloud-Dienst, da liegen die Daten eben auf amerikanischen Servern. Dann gibt es deutsche Cloud-Dienste, was weiß ich, beispielsweise web.de hat einen Cloud-Dienst, die Telekom hat einen Cloud-Dienst, Strato hat einen Cloud-Dienst. Da liegen die Daten immerhin auf deutschen Servern. Ob die auf dem Weg in die Cloud nicht auch ausländischen Boden passieren, dieser Satz, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht, ist im Internet nicht ganz sauber, weil wir wissen nicht, wie die Daten irgendwohin gelangen. Das ist nun mal so im Internet. Deswegen ist es klug, die Wege dorthin abzusichern, besser noch die Daten in der Cloud verschlüsselt hinzulegen. Und da gibt es glücklicherweise deutsche Unternehmen, die sowas machen. Auch da rufe ich dann alle Unternehmen auf, die sowas machen, es vielleicht noch nachzumelden. Ich kenne eines. Es gibt ein Unternehmen aus Augsburg, Boxcryptor, die machen eine Software, die mit verschiedenen Cloud-Systemen zusammenarbeitet. Sowohl Dropbox als auch deutschen Cloud-Dienst, wie auch immer. Und da gibt es verschiedene Lizenzierungsmodelle und da werden die Daten eben auf dem PC oder auf dem Endgerät verschlüsselt in die Cloud gelegt und wenn man sie eben abruft, auch wieder entschlüsselt. Man muss da nicht viel machen, das Ganze funktioniert auch mit dem Verschlüsselungsschlüssel. Zur Frage vorhin, sicherlich ist das knackbar, aber es erhöht wieder mal die Latte, um darüber zu springen. Von daher ist das etwas, was der private Nutzer vielleicht schon machen sollte. Wenigstens die Daten, die er dann irgendwo in die Cloud schickt, irgendwo hinlegt in der Welt, einmal zu verschlüsseln. Das ist schon, glaube ich, wirksam. Bevor jetzt gleich nochmal jemand fragt, wie dieses Unternehmen aus Augsburg hieß, vielleicht kannst du es nochmal in Ruhe sein, damit es auch jeder über die Suchmaschine seines Vertrauens finden kann. Boxcryptor, also Boxcryptor. Man kann auch einfach mal gucken, es gibt bestimmt auch noch andere Dienste, Verschlüsselung oder Datenverschlüsselung bei Cloud oder so, dann kriegt man noch Hinweise dazu. Ich bin auch da sicher, dass das ein Markt ist, der wachsen wird. Es wird sicherlich Unternehmen geben, gerade aus Europa, vielleicht aus Deutschland, die da in den Markt gehen werden, weil der Bedarf ist dafür ganz sicher da. Du hast jetzt gerade nochmal betont, dass häufig natürlich deutsche Anbieter etwas sicherer sind. Die würdest du eher empfehlen? Wie groß ist denn da der Unterschied? Sind nicht auch prinzipiell deutsche Anbieter dafür anfällig, dass sie von außen möglicherweise geknackt werden, dass möglicherweise die Daten dort abgegriffen werden? Macht das wirklich einen so großen Unterschied? Na gut, beim Datenschutz ist ja ganz häufig eine Kernfrage dahinter, nämlich die Frage des Vertrauens. Also wir alle benutzen Software, weil wir der Software oder dem Unternehmen, das dahinter steht, vertrauen. Also ein gutes Beispiel ist Antivirus-Software. Jede Antivirus-Software läuft auf den Rechnern mit Administrationsrechten, öffnet jede einzelne Datei, liest sie komplett durch und scannt sie nach Viren. Das heißt, eigentlich macht sie nichts anderes als ein Programm, das alles durchforstet und alles ausspäht. Wir vertrauen aber den Antivirenherstellern, dass sie diese Inhalte nicht nach Hause schickt. Das heißt, Datenschutz ist häufig im Anfang erstmal ein Punkt des Vertrauens. Und es ist halt nun mal Fakt, dass viele Nutzer in Deutschland eben einem deutschen Unternehmen, einem deutschen Provider erstmal mehr vertrauen. Es gibt auch einen rechtlichen Rahmen in Deutschland, was möglich ist und was nicht. Allerdings ist das auch nur bedingt wirksam. Wenn ich, wie gesagt, Daten über ausländische Knoten auf deutsche Server schicke, dann passieren sie Strecken, die nicht auf deutschem Boden liegen. Also ein Beispiel, wir haben in der Diskussion einen Knotenpunkt, der in Frankfurt liegt, DE6 oder DKIX, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Das ist ein Internet-Austauschknoten, da laufen Kabel verschiedener Provider zusammen. Die Telekom nutzt diesen Knoten beispielsweise nicht. Die Deutsche Telekom benutzt Austauschknoten im Ausland. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn ich als Telekom-Kunde eine E-Mail an einen 1&1-Kunden oder einen web.de-Kunden schicke, dass die über das Ausland laufen.
Deswegen ist es auch ein wertvoller Hinweis, dass jetzt letzte Woche die Telekom und United Internet, also 1&1, Web.de, GMX, angekündigt haben, dass die Server, die die E-Mail sich gegenseitig zustellen, in Zukunft Transportverschlüsselung benutzen, also sozusagen die E-Mail einmal einpacken und nur noch verschlüsselt zum Rechner hinten schicken. Dort wird sie wieder ausgepackt und unverschlüsselt abgelegt. Also es ist nicht so, dass da jetzt eine Verschlüsselung für den Endnutzer wird, aber sie wird quasi einmal verpackt wie in einen Umschlag, in einen Briefumschlag. Das ist, glaube ich, hilfreich, das ist, glaube ich, wertvoll, weil im Transport, das haben wir jetzt nur gelernt bei Prism oder bei Tempora, Daten auch abgefangen werden können. Also ja, ist eine Frage des Vertrauens bei deutschen Anbietern, aber schützt letztlich nicht endgültig. Jetzt sprechen wir so viel darüber, wer alles seine Daten wo speichert, in der Cloud, auf dem Laptop, auf dem iPhone und so weiter und so fort. Wir schauen uns gerade an, wie man möglicherweise sicherer kommuniziert. Wenn ich selbst schon so extrem viele Daten generiere, Marco, wo ist denn dann eigentlich das Problem, wenn die Daten irgendwo auf Vorrat gespeichert werden, wenn es möglicherweise am Ende dem Zweck dient, dass damit Straftaten aufgeklärt werden können? Ja, da sind wir jetzt wieder bei einer Frage, die wir schon mal besprochen haben. Also ich habe irgendwie so einen guten Zweck, Verfolgung von Verbrechen, von Terroristen. Und wir sagen ja auch, natürlich soll ich Terroristen jagen dürfen, natürlich soll ich Verbrechen aufklären dürfen. Aber es ist natürlich immer eine Frage, um welchen Preis. Und wenn der Preis ist, dass ich dann in einer Realität lebe, in der ich nichts mehr machen kann, ohne zu wissen, wer das eigentlich alles zu Gesicht bekommt, wer das müttert, dann verändert sich eine Gesellschaft. Ja? Also ich meine, ich will jetzt hier keine Vergleiche mit der DDR machen, das ist immer untunig, aber trotzdem mal sozusagen im Extrem gedacht, wenn man sich anschaut, wie, da haben Menschen zum Teil eigene Codes entwickelt, also haben auch wieder irgendwelche Selbstschutzmaßnahmen ergriffen, um sich so ein Stück weit Privatsphäre zurückzuerkämpfen. Und ich finde, das kann nicht richtig sein, dass wir das hier tun müssen. Strafverfolgung steht immer auch unter dem Grundsatz oder dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Ja, schwere Verbrechen, da kann ich mehr Ermittlungsmaßnahmen anwenden als bei leichten Verbrechen, das ist auch in Ordnung, aber es kann nicht sein, dass ich sozusagen Grundrechtsgüter völlig aufgebe, also zum Beispiel die Privatheit der Wohnung, die Privatheit der Telekommunikation völlig aufgebe, weil das ist eine andere Gesellschaft, das ist eine unfreie Gesellschaft und dann hätten die Terroristen am Ende vielleicht sogar genau das erreicht, was sie nämlich tun wollen, nämlich aus einer freien Gesellschaft eine unfreie Gesellschaft gemacht und hätten dann so ein Stück weit diese umstürzlerische Aktivität dieser Begehen vielleicht sogar ein Stück weit zum Erfolg geführt, weil sie die Wirklichkeit, unsere freiheitliche Wirklichkeit dann noch intensiver verletzt haben, als vielleicht durch einzelne Nadelstiche. Wir haben noch zwei letzte Fragen, die wir auf jeden Fall noch mitnehmen wollen und sehr gerne auch beantworten. Peter Braun, der sich vorhin ja schon mal hier eingeklinkt hat, hat uns nochmals geschrieben. Er fragt, ich habe bei der FDP irgendwo die Erfolgsmeldung löschen statt sperren gelesen. Was hat es denn damit auf sich, kurz erklärt? Ja, löschen statt sperren ist ein sehr schöner netzpolitischer Erfolg, den sich ganz viele in der FDP teilen, die Justizministerin, aber auch hier Manuel Höferlin, Jimmy Schulz, Sebastian Blumenthal, ich habe auch so ein bisschen mitgemacht. Und da ging es um die sogenannte Zensursula-Geschichte. Das kennen viele. Als die Große Koalition war, da hat die Ursula von der Leyen so ein Projekt gemacht, das viele unter dem Stichwort Internetzensur oder dann eben aus Ursula und Zensur Zensursula verstanden haben. Das sind diese Stoppschilder im Internet, wo man bestimmte Inhalte verdecken wollte. Und das ist erstens eine Geldverschwendung gewesen, weil es ging unter anderem um Kinderpornografie, schreckliches Wort. Aber wo wir immer sagen, Mensch, die Leute, die damit wirklich Handel treiben, die machen das nicht im öffentlichen Internet, sondern da muss man in geschlossene Tauschringe und so weiter gehen. Da braucht man verdeckte Ermittler. Ja? Da soll man das Geld und das Personal nicht verschwenden für solche Maßnahmen, die gar nichts bringen, die nur für Schaufenster da sind, sondern soll man die Beamten lieber nehmen, dass die sich in diese Ringe einschalten und da die Leute jagen, die sowas machen. Also es ist sozusagen einmal sicherheitspolitischer Unsinn gewesen und es ist natürlich auch eine Vorbereitung einer Zensurinfrastruktur im Netz gewesen und da haben wir nie was von gehalten. Da gab es auch unheimlich viel Widerstand in der Bevölkerung und die FDP hat vor der letzten Bundestagswahl versprochen, dass wir das Thema angehen, dass wir diese Netzsperren beseitigen. Und so kommt man zu Löschen statt Sperren, die Inhalte, die wirklich illegal sind, dann wirklich löschen wollen und nicht nur irgendwie so einen Vorhang vorhängen wollen, also das, was wirklich kriminell ist, aus dem Internet beseitigen, aber nicht irgendwie so eine allgemeine Zensurinfrastruktur
aufbauen. Das ist ein großer Erfolg, das haben wir vorher versprochen, dass wir das machen wollen, das haben wir hinbekommen. War ein zäher Kampf, ja, da ging es viel hin und her, Mal und ich könnten da abendfüllende Vorträge drüber halten. Und das ist eben die Geschichte hinter Löschen statt Sperren und warum wir auch ein bisschen stolz darauf sind, dass wir dieses klare Versprechen auch sauber 1:1 eingehalten haben. Das zeigt übrigens auch gut, was passieren kann, wenn sich eine große Koalition, wie zu der Zeit einig sind, Einschnitte vorzunehmen. Und man könnte jetzt denken, in den letzten 4 Jahren, war eingangs eine Frage von dir, wie sich Netzpolitik so durchsetzt im Bundestag. In den letzten 4 Jahren hätten alle gelernt und würden mehr verstehen vom Netz. Wenn man jetzt beim Thema der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise sowohl bei den Kollegen der Union als auch bei den Kollegen der SPD mal reinschaut, muss man feststellen, dass beide mehrheitlich immer noch diese Vorratsdatenspeicherung jederzeit einführen würden. Genauso wie in der Großen Koalition in der letzten Legislaturperiode gibt es da eine große Einheit. Wir sind ganz klar dagegen. Wir glauben, dass das zu weit geht, weil heute mehr denn je das völlig unverhältnismäßig ist, dass jeder mit seinem Smartphone in dem Moment, wo er sich ins Internet einwählt, ich nehme jetzt nur die Spitze sozusagen des Eisbergs, die Geoposition, also wo er sich aufhält, mit abgespeichert wird für ein halbes Jahr. Faktisch ist das so, dass jeder, der ein Smartphone hat, und viele haben ein Smartphone, letztlich ein vollständiges Bewegungsprofil für 6 Monate beim Provider hinterlässt. Der muss das auch noch abspeichern. Und letztlich haben wir dadurch ein halbes Jahr von jedem Bundesbürger mit Smartphone. Es werden immer mehr Bewegungsprofile. Dazu kommen noch Daten von E-Mail, von Telefonaten, von SMS. Wer wem, wann und wo er da gerade war. Und das ist einfach irrsinnig. Wir stehen da weiterhin dagegen. Wir glauben, da gibt es sinnvollere Maßnahmen, das werden wir auch weiterhin so vertreten. Und wir müssen feststellen, dass da immer noch die Einsicht leider bei Kollegen immer noch nicht da ist, obwohl die letzten 4 Jahre netzpolitisch 4 gute Jahre für Deutschland waren. Eine Fußnote noch, du hast jetzt nur die Große Koalition benannt. Ich behaupte, das wäre in jeder anderen Koalition außer der jetzigen der Fall, weil die Grünen haben die Otto-Kataloge, also diese großen Sicherheitspakete, auch einfach abgenickt. Und die Grünen in Baden-Württemberg, wo sie sogar stärkste Partei sind, haben im Koalitionsvertrag als Ziel stehen, dass die Koalition darauf hinarbeitet, eine Vorratsdatenspeicherung, zwar natürlich nur unter den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, aber im Kern eine Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Richtig, ja. Deshalb ist es also nicht so, dass das nur eine Gefahr bei der Großen Koalition wäre. Das wäre bei Rot-Grün, Rot-Rot-Grün und was man sich da noch ausmalt, auch der Fall. Das heißt, wer keine Vorratsdatenspeicherung will, muss ganz klar auf die FDP setzen bei der Bundestagswahl. Das heißt, Bürgerrecht und Datenschutz, das gibt es nur mit uns, wie man in diesem Hause ja gerne sagt. Und wir schließen heute mit einer Frage von Sandra, die noch gefragt hat, kann man sich später die gesamte Aufzeichnung des heutigen Abends wieder ansehen? Sie hat wohl den Anfang verpasst und da können wir sagen, ja, das geht auf jeden Fall. Heute Abend, spätestens morgen Vormittag, laden wir nochmal die gesamte Online-Krypto-Party etwa 60 Minuten in den YouTube-Channel der FDP NRW hoch und ist ab dann auch dort entsprechend verfügbar. Das war die erste Online-Krypto-Party der FDP NRW. Ganz herzlichen Dank an Marco Buschmann, den Generalsekretär der FDP NRW. Und natürlich auch ganz besonders an dich, Manuel Höferlin, den Web-Experten der FDP im Deutschen Bundestag. Aber natürlich auch ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich so rege beteiligt haben. In diesem Sinne noch einen schönen Abend und tschüss aus Düsseldorf. Tschüss.